General Rommel war bei unserem Regiment und sagte, die Amerikaner werden hier landen. Sie kommen mit sehr vielen Fallschirmjägern. Und damit da eine äquivalente Truppe da ist, ist das Regiment 6 hierher verlegt worden. Unser 6. Regiment von der Heide sind hier die Landstraße hochgekommen, hier an dieses Haus, wo jetzt ein Museum gebaut worden ist, oben drin. Da sind wir so circa 100 Meter. Hier hinter war der Wald, der jetzt nicht mehr da ist. Dass ich dort einen einzelnen Amerikaner gesehen habe, der machte sich an unseren Telefonkabeln zu schaffen, ne? Und ich habe ihn angerufen. Da war er natürlich gewarnt, ab und fort, ne? So zur Front und ich stellte fest, es waren mehr als 500 Amerikaner in unserer Stellung. Und nun fragte ich mich, wie ich die mit 30 Mann da wegkriegen sollte. Ich guckte mir die Front an, damit sie ihre Verwundeten und Toten abholten. Und so ging die Sache zu Ende. Nach dem Krieg haben sich die Amerikaner bei mir bedankt für diese faire Handlung. So, das war mein Gefecht in der Normandie. Und das war eine derart hervorragende Leistung, dass mein Regimentskommandeur mich zum Ritterkreuz eingereicht hat, was ich dann auch erhielt. Jabos, ja, genau, die Jabos. Die Jabos kamen im Tiefflug mit den schweren Bordwaffen und wir hatten ja keine Flak. Die haben leichtes Spiel gehabt. Wir konnten nicht mit leichten Waffen, mit Maschinenpistolen, die abschießen. Das war, und dadurch war natürlich ein Vorteil für die Amerikaner, ne? Dadurch haben wir auch viele Verluste gehabt, nicht? Das ist logisch. Ja. Dann brachen die Amerikaner rechts und links von unserem Regiment nach Süden durch. Und unser Regiment musste sich zurückziehen, weil wir sonst in einem Kessel geraten werden. Ich erhielt von dem Kommandeur den Auftrag, den Rückzug des Regiments mit meiner Kompanie abzudecken, damit die Amerikaner nicht sofort hinterherstoßen, sondern das erst 12 Stunden später merkten.